So, dann soll es jetzt also um die Lösung der Aufgabe aus der letzten Woche gehen. Da ging es ja um die Realisierung der Pulsweitenmodulation für die Heizung unseres Kaffeeautomaten. Und das möchte ich heute mit einem Programmablaufplan zunächst einmal einleiten. Das heißt, es wird gleich noch keine komplette Lösung der Aufgabe geben, sondern zunächst einmal ein paar Hinweise, wie man die Aufgabe denn lösen kann. Und dann gibt es morgen entsprechend die komplette Lösung. Okay, gucken wir uns diese Aufgabe noch einmal an. Was hatten wir vor? Es sollte ja die Heizung gesteuert werden, und zwar über eine Pulsweitenmodulation. Und da hatten wir gedacht, dass wir über P0, über den Port P0, da haben wir die gewünschte Leistung entsprechend. Ich schreibe mal gewünschte Leistung. Die übergeben wir dann. Und dann haben wir uns überlegt, es soll einen Timeslot geben, der soll dann 255 Millisekunden lang sein, insgesamt unterteilt entsprechend in 255 kleine Teile, jeweils mit einer Millisekunde Länge. Und die Temperatur bzw. die Leistung an dem Ofen soll jetzt an der Heizung soll jetzt so eingestellt werden, dass wir je nachdem welche Größe wir über P0 bekommen, entsprechend die Anzahl Timeslots gleich einsetzen und in dem anderen Bereich entsprechend gleich 0 setzen. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal die Realisierung dieser kleinen Timeslots. Und die sollen entsprechend immer eine Millisekunde lang sein. Das soll also eine Millisekunde sein. So, das heißt, wir müssen zunächst einmal einen Timer realisieren, der jede Millisekunde die Interrupt Service Routine aufruft. Und weil unser Mikrocontroller, den takten wir mit 12 MHz, also das Mikrocontroller ist mit 12 MHz getaktet. Und das heißt, eine Inkrementierung nach einer Mikrosekunde. Und wir müssen also dann 1000 Inkrementierungen abwarten, um dann entsprechend auf eine Millisekunde zu kommen. Also eine Mikrosekunde mal 1000 Inkrementierungen entspricht dann letztendlich eine Millisekunde. Gut, mit dem Auto-Reload-Timer kommen wir da nicht weiter, weil wir da nur bis 256 zählen können. Das heißt, wir brauchen mehr als ein Byte. Das heißt, wir müssen den Mode 0 nehmen des Timers. Und jetzt können wir erstmal ausrechnen, wie wir denn unsere Variablen TH0 und TL0 entsprechend setzen müssen. Ich rufe dafür dann mal den Taschenrechner auf. Also hier unten, da ist er. Das heißt, wir haben 2 hoch 16 Möglichkeiten, das sind 65.536. Da hätten wir entsprechend den Überlauf minus 1000. Das heißt, wir möchten wissen, ab welcher Stelle wir anfangen möchten. Das wären dann 64.536. Und wenn wir uns das mal hexadezimal anschauen, dann ist das der Wert FC18. Das heißt, TH0 muss auf FC gesetzt werden und TL0 auf 18. Also FC und TL0 entsprechend auf 18. Und dann würde entsprechend der Wert FC18 tausendmal inkrementiert und dann wäre eine Millisekunde vorbei und dann könnten wir die Interrupt Service Routine aufrufen. Okay, gucken wir uns das mal an, wie wir das entsprechend programmieren. So, ich habe hier schon mal das Programm aufgerufen. Wir müssen zunächst einmal den Timer auf den Modus 1 einstellen. Wir wollen ja den 16-Bit-Timer haben. Wie wir eben gesehen haben, kommen wir mit 8-Bit nicht aus. Und setzen jetzt TH0 auf die Werte, die wir gerade berechnet haben. Das war TH0 ist FC, 0xFC,
0xFC und dann war TL0, war dann 0x18. Anschließend müssen wir die Interrupts freigeben, EAL, also Enable All Interrupts gleich 1. Den Interrupt T0 für den Timer 0 müssen wir freigeben, also ET0 gleich 1. Und dann lassen wir den Timer einfach laufen. Danach würde dann entsprechend jede Millisekunde hier oben die Interrupt Service Routine aufgerufen werden. Und weil wir kein Auto Reload haben, müssen wir im Prinzip diese beiden Zeilen da oben auch nochmal einfügen. Das heißt, der soll dann nicht ab Überlauf, also ab 0,0 anfangen zu zählen, sondern entsprechend, ups, so, entsprechend bei den Werten FC 1,8. So, jetzt geht es darum, die Interrupt Service Routine zu schreiben. Also in der Interrupt Service Routine soll anschließend der Port P1,0, das Port Pin P1,0, also da wo die Heizung angeschlossen ist, der soll entsprechend auf 1 oder 0 gesetzt werden, sodass wir hier die PWM, die Pulsweitenmodulation realisieren. Und wie wir das machen, das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, in der Interrupt Service Routine soll dann entsprechend genau dieses Signal generiert werden. Das heißt, in P0 geben wir die gewünschte Leistung an und je nachdem, welche Leistung hier gewünscht ist, soll letztendlich der Port für die Heizung entsprechend lange auf High gehalten werden bei hoher Leistung, beziehungsweise nur ganz kurz auf High gehalten werden bei niedriger Leistung. Das heißt, wir müssen im Prinzip in jedem Timeslot entscheiden, möchten wir eine 1 ausgeben oder möchten wir eine 0 ausgeben. Und das macht man oder man kann es gut planen mit so einem Programmablaufplan. Ich versuche mal zu zeigen, was dieser Programmablaufplan eigentlich ist. Ich mache das mal hier als Beispiel. Wir beginnen hier oben mit dem Start der Interrupt Service Routine. Start ISR schreibe ich da mal rein. Start ISR, also Start der Interrupt Service Routine. So, einmal rum. Okay. Und am Anfang müssen wir erstmal entscheiden, sind wir jetzt beim Slot 0, um einfach zu sehen, müssen wir P0, also die Temperatur, die gewünschte Temperatur aus P0, müssen wir überhaupt auslesen oder nicht? Und solche Fragen, die schreibt man im Prinzip beispielsweise so auf, Slot gleich 0. Also sind wir im 0. Slot und dann macht man bei solchen Abfragen, zeichnet man in solchen Programmablaufplänen solche Rauten und die Übergänge von dem Start zur ersten Abfrage mit so einem Pfeil. Und dann fragen wir nach, sind wir im Slot 0? Falls ja, machen wir so eine Abzweigung und schreiben da ein Ja dran. Falls wir im ersten Slot sind, dann nehmen wir am besten eine Variable und in diese Variable, das soll jetzt mal die gewünschte Temperatur sein, ich schreibe da einfach mal Temp rein, da schreiben wir letztendlich den Wert rein, den wir über P1 übergeben bekommen. So, und solche Ausdrücke, die schreibt man dann im Prinzip einfach in solche Rechtecke ein. Und falls wir nicht im Slot 0 sind, dann müssen wir es eben nicht machen. Das heißt, ich mache hier einfach mal einen Pfeil weiter und schreibe da Nein dran. Nein. Gut, was müssen wir als nächstes machen? Ich mache den Pfeil mal ein bisschen länger, der ist ein bisschen kurz geworden. So. Was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen uns überlegen, ob wir in dem aktuellen Slot schon unsere Variable größer gleich Temp erreicht haben.
Ich mache hier mal wieder so eine Raute hin, weil es eine Abfrage ist. So, eine Raute. Und das müssen wir quasi für beide Wege machen, deswegen gehen wir hier wieder in diesen Weg zurück. Gut, warum machen wir das? Ich schreibe das hier links mal auf. Wir haben ja hier unsere Timeslots. Ich mache hier mal nur 4 Stück hin. Also in Wirklichkeit haben wir 255. Aber um das mal anschaulich zu machen, nehme ich mal einen kleineren Wert. Und ich nehme mal an, P1 wäre gleich 1. Also da würde eine 0x01 drin stehen. Das heißt, ich möchte gerne, dass in dem ersten Timeslot die Heizung eingeschaltet ist und dann in den anderen 3 Timeslots die Heizung ausgeschaltet ist. Das sähe also entsprechend so aus. So sieht unser Signal aus oder sollte unser Signal aussehen. Und anschließend geht es wieder mit der 1 weiter und so weiter auf die 0. Das heißt, wenn wir in Slot gleich 0 sind, hier auf der rechten Seite, wenn wir zum ersten Mal drin sind, dann lesen wir letztendlich P1 aus, schreiben P1 in die Variable Temp und gucken anschließend, sind wir noch im 0. Slot und ist Temp jetzt größer als 0? Ist Slot größer als 0 und wir sind noch im 0. Größer als Temp, also größer als 1. Das ist nicht der Fall, also möchten wir erst zunächst einmal eine 1 da reinschreiben. Das heißt, bei Slot größer gleich Temp schreiben wir erstmal eine 1 in unsere Heizung. Das heißt, da kommen wir in ein Feld und da schreiben wir, und das macht man absichtlich nicht unbedingt in der C-Notation, sondern das macht man allgemein, deswegen schreibe ich hier Slot gleich Temp Fragezeichen oder Größe gleich Temp Fragezeichen, Slot gleich 0 Fragezeichen. Man müsste ja, wenn das C notiert wäre, Slot gleich 0 schreiben. Das versucht man ein bisschen umgangssprachlich zu machen, damit das unabhängig von der verwendeten Programmiersprache ist. Okay, und dann soll, wenn Slot größer als Temp oder größer gleich Temp ist, also wenn hier Ja ist, dann soll die Heizung ausgeschaltet sein. Heizung aus schreibe ich da mal hin. Und ansonsten soll die Heizung eingeschaltet sein. Heizung ein. Heizung ein, so. Und das ist eben der Fall, wenn der Slot eben nicht größer als Temp ist. Das heißt, hier oben schreibe ich ein Nein dazu. Nein. So, damit habe ich schon entschieden, wann die Heizung eingeschaltet werden soll. Nochmal zum Vergleich, ob das auch reicht. Das heißt, wir kommen hier rein. Zum ersten Mal ist Slot gleich 0. Das heißt, dann ist Slot nicht größer als die 1, die wir übergeben haben. Das heißt, dann wird die Heizung eingeschaltet. Das soll hier auch der Fall sein. Beim nächsten Mal, beim nächsten Slot, wenn wir hier also in Slot gleich 1 sind, dann kommen wir rein, Slot ist gleich 1. Slot ist dann 1, ist 1 größer als Temp 1. Ja, das heißt, dann wird die Heizung ausgeschaltet. Das heißt, für diesen Fall passt das genau. Wir müssen nur dann am Ende der Interrupt-Service-Routine Slot eben um 1 inkrementieren. Gut, dann müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen gucken, sind wir eigentlich im letzten Slot. Das heißt, wir fragen hier nach, ist Slot gleich Slot gleich 255. So. Fragezeichen.
Upsa. Und da kommen wir quasi von da rein, beziehungsweise auch von darüber. Ist Slot gleich 255? Falls ja, das heißt, wir sind im letzten Slot, dann haben wir im Prinzip für unseren großen Slot unsere Arbeit erledigt und können Slot wieder gleich 0 setzen. Das heißt, wir fahren beim nächsten Mal Slot gleich 0, soll das heißen. Das heißt, wir fangen beim nächsten Mal, wenn wir die Interrupt Service Routine wieder aufrufen, hier oben an und fangen im Prinzip von 9 an. Falls Slot noch nicht 255 ist, das heißt, wir sind hier, dann müssen wir zunächst einmal die Variable Slot inkrementieren. Ich schreibe trotzdem mal plus plus, auch wenn das C-Syntax ist. Also wenn Slot noch nicht 255 ist, das heißt, ich muss hier auch mal ein Nein eintragen. Nein, Slot ist noch nicht 255. Dann inkrementiere ich Slot und dann ist das Programm zu Ende. Das heißt, ich kann hier unten hinschreiben, Ende ISR, macht er wieder so eine wunderschöne. So, und da springe ich quasi von da aus hin und von hier entsprechend genauso. Also nochmal zusammenfassend, ich starte die Interrupt Service Routine jeweils nach einer Millisekunde. Und innerhalb dieser Millisekunde oder nach dieser Millisekunde innerhalb der Service-Routine entscheide ich im Prinzip, was zu machen ist. Beim ersten Mal, das heißt, wenn der große Slot gerade anfängt, dann ist die Variable Slot gleich 0. Da lese ich den Port P1 aus und schreibe den Wert in Temp, sodass, falls hier innerhalb dieser Zeit hier P1 mal irgendwann geändert werden soll, ich trotzdem zunächst einmal den alten Wert aus P1 erstmal abarbeite. Und anschließend gucke ich, ob meine Slot-Nummer größer ist als die Temperatur, die ich wünsche. Falls das der Fall ist, dann schalte ich die Heizung sofort aus. Im Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel P gleich 0 hätte, das heißt, der Ofen, der soll gar nicht eingeschaltet werden, dann ist Slot auf jeden Fall größer oder gleich 0. Das heißt, er würde sofort ausgeschaltet werden. Und hier in dem Beispiel von eben, P ist gleich 1, dann hätte ich zu Beginn 0 ist nicht größer als Temp, als die 1. Das heißt, dann wird die Heizung zum ersten Mal eingeschaltet. Okay, anschließend gucke ich, ob ich schon den letzten Slot, also den Slot Nummer 255, erreicht habe. Falls nicht, dann inkrementiere ich Slot um einen. Und verlasse die Interrupt Service Routine und beim nächsten Start der Interrupt Service Routine würde ich dann im Prinzip mit der neuen Slotnummer, mit der erhöhten Slotnummer nochmal den kompletten Durchlauf machen. Wenn ich schon mal den letzten Slot erreicht habe, also Slot gleich 255, dann schalte ich Slot auf 0. Das heißt, ich habe im Prinzip einmal den kompletten Bereich hier einmal abgearbeitet. Und beim nächsten Aufruf der Interrupt Service Routine wäre ich wieder beim ersten Slot mit der Slot Nummer 0 und dann würde ich entsprechend wieder hier oben beginnen.